Ah, der Typ. Das ist bestimmt mit Absicht, ja. Was möchtest du? Good evening. I'm introducing in your home once again. My apologies for spending so much time here. It's just such a calming place for me. Don't worry about it. Thank you. Thank you. Regardless, it's time to, I go on my way. One more thing, though. I hear the calling card has finally been sent. If the rumors of internal affairs at Okamura Foods are true, the president should surely be judged. However, it should be up to the government or police to do so. This is an unfortunate situation. Wolltest du nicht gehen, du Penner? Well... I'll see you later. Ja, Gott sei Dank. You still in? Yvai möchte was von uns, aber wir haben gar keine Hank-Persona dabei. Da müssen wir erstmal gucken, wo wir hingehen, aber das wäre jetzt auch das Einzige, was wir... Okay, wir könnten noch mit Fumi konsolidieren. Also, gut. Dann rennen wir erstmal hier die Treppe hoch. Gucken nach unserer Pflanze. So. Houseplant. Oh. Ah, ja. Mega-Fertilizer. Yes. Das gibt uns sehr viel Kindness. Alright. Sehr schön. Dann, soll mal Kawakami uns weiter Kaffee kochen. So. Make sure you close up. Hi. So, am nächsten Tag wird sie wahrscheinlich dafür sorgen, dass sie unsere Wäsche wäscht. Wieder. Es ist schön, dass wir das haben. Hat sich eigentlich voll gelohnt, das mal auch zu machen. Also hier sie auf diese Stufe zu bringen. Dann müssen wir mal... Wir müssen kurz in den Velvet Room gehen. Wir brauchen nämlich eine neue Persona. Und zwar Hanged. Dafür lege ich wahrscheinlich Moon erstmal ab. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mit der Hanged wieder rausgehe. So, da sind wir wieder. Wir haben kurz, oder ich habe kurz mir was besorgt. Wir können ja auch mal morgen ins Kino gehen oder so. Ich habe mir eine Hank-Persona besorgt, aber jetzt machen wir mal den Auftrag für den guten Yvai. Beziehungsweise ich gucke nochmal schnell in einem Bücherladen vorbei. Oh, das hat sich gereimt. Das ist nicht schön. So. Nope, da ist nichts Neues. Ist aber auch egal. Entschuldigung. Bist du denn? Hey, you haven't changed your mind about our deal, have you? I got a job for you. It will be a piece of cake. What do you say? Yep. Accept the offer, machen wir. It will, it's really easy. I'm meeting some dudes at a restaurant. I need you to sit close and call me when I give you the signal. See? Easy, right? I will send you the location. You better come. Guess I will just find something in there. Okay, der ist off und wir machen das. Geheime Spionage. A dinner, huh? I thought only old farts come to place like this. You really changed, Moon-san. Moon. Moon-e? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Moon-san. Hey, don't knock this place. It's pretty decent and cheap too. Huh, this coming from a guy who's beat the crap out of 50 rival gang members. You don't need to exaggerate. So. Anyways, what do you want to talk about? Yeah. Right. How's Suda-san doing? Same as always. Why, what's up? Oh, nothing. Just saw him around the other day. Hold up. Didn't you two cut ties when you left the family? Why are you asking about him now? I mean, we were both young. I just figured it about time to bury the hatchet. I can't just go up and talk to him, though.
Oh, I getcha. You're still trying to uphold the old code of honor, huh? Okay, I will tell him you want to meet up. Don't say stupid shit like that. No, you fool. I just want to end up in the same place at the same time. It's gonna look like a coincidence. In that case, Shibaura might work. You know, we are talking about redeveloping it. Redeveloping. Mm. So. Shibaura. Ja, ihr weiß ihm sick. Vielleicht hätte er sagen sollen, welches Zeichen er ihm gibt. Huh? You sick or something? Nah, just a cold. Hello? Yeah, how's it going? What? Your order, order's all wrong? My bad. I will get back and take care of that straight away. Sorry, I gotta run. Work shit. Let's talk some other time, yeah. Hmm, see ya. Hey. Hmm, don't hang up. Masa's still on the phone, right? I just stay quiet so I can hear what he's saying. Hmm, Tsuda-san, it's Masa. Iwai was asking about you. I didn't just like you told me though. I did just so like you told me though. The hell are you looking at? Nichts wirklich. I was daydreaming, sorry. Nah, it's nothing. Just some weird kids staring at me. Anyways, Iwai probably heard about that deal of yours and now he's trying to squeeze some cash out of you. Oh, sorry. No, it's... Yes. Sorry. Yes, I understand. A deal? Sounds like there's some weird stuff going on. Wer war der Typ? Was soll ich jetzt tun? How's your cold? Ja, wenn ich nachfrage, ist das ein bisschen schwer. Ja, what should I do now? Was soll ich jetzt tun? You are all good for the day. Yeah, I will have to thank you in person later. At any rate, I honestly wasn't expecting too much out of you. But it looks like you're gonna actually be some use to me. I will be counting on you, kid. I feel like my bond with EY is growing deeper. Ah. Ob ich kann uns bessere Sachen herstellen oder sowas. Nein, leider ist der zweite Rang nicht so viel. Mir fällt erst jetzt auf, dass der Gehängte dort auf dem Hiltons ein Foto hat. Le Pendu. Das ist lustig. Alright. Good work today. Order yourself something nice as a reward. Oh, and bring me the receipt so I can pay you back for later. Well, later. Okay, es ist ein bisschen schade, dass das steigt. Ich könnte andere Sachen mehr gebrauchen als das, aber was soll's. Alright. Stimmt, eine Sache muss ich dann noch nachlesen, und zwar, wann die Klausuren sind. Wir müssen ja dafür lernen, ich will da Stufe 5 haben. Hi. Das darf ich nicht vergessen, das werden wir aber auch gleich tun. Wir haben ja jetzt gleich Sonntag und Sonntag wird wichtig. Oh, da ruft dann noch jemand an. Hä? Huh? Who could that be at this hour? Wanna go to Dome Town? Earlier I got some info that I can't turn a blind eye to. I got us 2 passes. Wanna go and check out it out tomorrow? So, are you going to Downtown? Ja, können wir machen, aber ich antworte später. Ich habe noch was anderes vor. Oh, es wird spannend. Es wird spannend jetzt am 19.10. Am 10.10. ist natürlich der Tag der Tage. Ist das der Tag der Tage überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
So, wir haben Freizeit. Die Pflanze ist gegossen. Was ich erstmal mache, ist, ich checke mal den Kalender, weil ich wissen will, wann hier was ist. Plan Execution Deadline. Health and Sports Day. Ah, okay, das ist der Tag. Moves with the Financy. Okay. Oh. Wir müssen die Woche dann echt noch lernen. So ab dem Dienstag, wenn wir Zeit haben, weil wir müssen echt noch lernen. Ich will ja gerne gut aussehen. Bei dem Job sage ich schon. Culture Day, okay. Da müssen wir echt mal büffeln. Vielleicht fangen wir auch demnächst mal an. Langsam. So, dann gucken wir mal kurz. Was? Wir können gar nichts machen? Kein Teleshopping? Heute ist doch Sonntag. Dann halt nicht. Nothing for now. Wir checken mal ab, wer was wird. Ich will mal zu Takemi gehen und gucken, was da jetzt ist. Oder ob da was ist. Ich dachte, wir könnten. Weil wir ja jetzt Guts genug haben dafür, dachte ich. Wer will denn was jetzt von uns? Dann schauen wir mal, wer sowas will. Ach, die beiden. Wir machen dann natürlich was mit Anne. Ach ne, Mishima hat uns ja gefragt, deswegen. Wo laufe ich denn gerade hin? So, wo mache ich denn so einen Stress? So. Station Square. Ja, und dann Underground müssen wir rein, um den Saft da zu trinken oder was auch immer das ist. Hi. So. Yeah. Well, then. Und dann, wie gesagt, mit Mishima treffen, weil er irgendwas uns zeigen wollte. Ich weiß halt nicht. Wenn er einen Auftrag für uns hat, umso besser. Da gucken wir auch gleich mal rein in die Aufträge. Jetzt holen wir uns erstmal ein Säftchen. Na, ich gehe mal darin. Mist. So. Ist hier eigentlich noch ein Jobding? Nee. Ich bin schon voll ausgebucht hier mit Jobs. So, ich wollte eigentlich den Saft haben. Jetzt kriegen wir Guts. Jetzt müssen wir das eigentlich schon nicht mehr so richtig brauchen. Ja, wir nehmen die kostenlosen Punkte mit. Was heißt kostenlos? Wir zahlen dafür Geld, aber trotzdem. So. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde das schon gerne mit Anne machen, aber andererseits, ich will wissen, was er vorhat, deswegen machen wir das noch kurz. Ja, head over immediately. So. According to my intel, there's a cheater who frequents this arcade. He gets his opponent to bet money and then cheats to win it all. Hey. Oh, Musashi-san, what are you doing here? I'm humoring him. Ich amüsiere ihn, was? Ich nehme eine Auszeit. Taking a breather. A breather? Ah, that sounds so cool. Man, that's a good perfect for a superhero. Huh? Superhero? Yeah, we want to do something about the cheater who comes here. Cheater? Oh, maybe it was that guy I just beat. I handed his ass to him and he ran home crying. I was rusty at first since it wasn't gone about, but it was easy once I got the hang of it. What? Really? But you're just a kid. So what? Ash is irrelevant. So, you know, I've seen your face somewhere before. Oh. Oh, are you Shinya Oda, the gaming prodigy? Don't address me without an unification. Who are you anyway? You don't remember me.
We fought one time in a tournament. It's me, Mishiman. Mishiman? I don't remember. I fought way too many people. You would only stick in my memory if you were something special. Wow, you really are the king. The way you talk sounds so cool. Who is this guy, your friend? More or less, würde ich sagen. Mehr oder weniger. What's that supposed to mean? We are friends. Hey! Mushashi-san, do you have some spare time? Wanna go check out the theme park? There's no gun about here. And I'm getting annoyed with all the people watching me. Let's go. Hey. Can you join us? Kann er mitkommen? You can hold our bags. He wants to play too. Can you join us? Das wäre nett für ihn. Das ist voll gemein zu sagen. Aber der Shinya wird es bestimmt lustig finden. He can hold our bags. Yeah, yeah, you can come along. Wow, so kind. I knew the king had a big heart. See you. Well, yeah. Mishi, man. Okay, das hat uns eigentlich nur so ein bisschen... Ich dachte, er hätte eine Quest für uns, aber scheinbar nicht. Das macht mich ein bisschen traurig. You're back. Another box came for you. Okay, mal schauen. Ja, das ist genau das, was ich erwartet habe zu bekommen. Jetzt laufen wir mal kurz hoch. Ich werde aber, glaube ich, wahrscheinlich die Folge gleich beenden. Aber ich werde mal kurz hier noch reinchecken. Die werden da hier nichts Neues haben. Ich kann jetzt immer wieder mal so ein Ding hier bestellen. Weiß aber halt nicht, wie gut das ist. Ne? So. Und dann wieder runter. Kurz in den Waschsalon. Und dann lassen wir Kawakami unsere Wäsche waschen. Hier geht's rein. So. Okay. So. Come on. Ich dachte, ich könnte. Ich hasse das, weil ich nicht weiß, ob ich Kawakami dann rufen kann dafür oder nicht. Thank you for the help. Können wir mal kurz erstmal gucken, was uns das bringt. Yoshida, Chihaya nicht. Oder kann die sonntags nicht? Okay. Did you want to wash some dirty items? You can wash. It might be good to ask. Okay. Okay, sie kann, also machen wir das mal kurz. Schmeißen wir hier mal kurz alles rein. Damit hätten wir, glaube ich, auch alles gewaschen. Run the wash, this is it. Call Kawakami, weil das wäre jetzt eigentlich auch, macht gar keinen Sinn, sie nicht zu rufen. So, gut. Wir haben Kawakami gerufen, die wäscht jetzt Wäsche für uns und ich werde die Aufnahme beenden. Beim nächsten Mal, glaube ich, werden wir wahrscheinlich entweder mit Yoshida oder mit, ich treffe mich mit EY, weil ich seine Fähigkeit, ich will bessere Waffe einfach mal haben, werde ich sich wahrscheinlich mit ihm treffen. Genau. Vor allem, ich glaube, ich habe gerade keinen Sun überhaupt dabei. Wie dem auch sei, beim nächsten Mal wird es dann da weitergehen. Wir werden uns dann sehen. Ich weiß nicht, ob die Folge jetzt zu Ende ist oder nicht. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, was auch immer jetzt kommt. Ich werde dann auch da sein. Bye-bye und cheerio. Euer Jemo hier bei Mugmo's Mo. Bye. Hallo und da sind wir wieder bei Persona 5. Es geht jetzt hier gleich weiter. Ich will mich nur gleich nochmal entschuldigen. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen komisch spreche, ein bisschen nuschel oder sowas, aber ich habe immer noch Probleme. Das hatte ich schon bei Yakuza gesagt. Na, mir tut immer noch die Zunge oder der Mund ziemlich weh. Deswegen kann ich nicht so gut sprechen, aber ich versuche mein Bestes. Und ja, jetzt geht's einfach erstmal weiter.
Wir haben ja die gehängte Person, und das wollte ich letztes Mal auch machen. Autos. Und wir treffen uns jetzt einfach mal mit EY, weil wir seine Fähigkeit gut gebrauchen können, was eben Waffen angeht. Thanks for the help the other day. You are a real gun enthusiast, not a wannabe. I feel like I can trust you, so I will teach you about the shop. What do you say? So, I feel my bond with EY will go stronger soon. So, ja, machen wir. You agree to deal with EY. Be sure to accept his invitations until you gain his trust, okay? Ja, machen wir. Okay. I will make you a part-time employee. Part-time employee. Part-time. That's where you won't look suspicious when you visit. If you agree, then stop by the shop. Don't flag on me. Machen wir nicht. Wir besuchen den Herrn. Hey. Hurry up and learn the stuff, kid. You've gotta be able to start looking like a normal employee. I'm supposed to be running an honorable business here, you know? Though honestly, the customer's been running a little thin lately. Some guy on the internet's been claiming all my goods are knockoffs. And once you've got a bad rap like that, it's real tough to shake it. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es ist wirklich so schwer, aber es stimmt. I know how it feels. A kid like you. You're going through something similar? I guess you wouldn't be doing any of this if you weren't, huh? Naja, bei ihm war das ja auch mit dem Gerücht, dass er hier Gewaltverbrecher ist in der Schule und so weiter. Don't give me any details, though. I don't wanna know. That's right. Anyways, I should probably fill you in on what's going on here, since you will be helping me out. Ich frage mich gerade, sind das Kopfhörer oder sind das einfach nur geräuschunterdrückende Kopfhörer? Ich glaube, es sind geräuschunterdrückende. Naja. I would bet anything the guy behind that rumor is Tsuda. You may remember the name from the diner, yeah? Truth is, he's a lieutenant in the Hishiba clan. The same clan I was in, back when I was part of the Yakuza. Schon wieder so dieses Crossover von Yakuza und Persona. Ach, das ist krass. Wusstest du schon immer, dass du ein Verbrecher bist? Oh, I have to go. Ich muss gehen. Ja, Yakuza. Das ist ein bisschen hart, wenn man das sagt. Ja, ich wusste, dass du so ein Verbrecher bist. Oh, ich muss los. Ja, Yakuza. Das hört sich schon ein bisschen erschreckt an. Ich sag mal das. You got some nerve. Anyways, Tsuda was my sworn brother back in the clan. I got some unsavory business going down with him now, though. Problem is, I'm a known quantity in the underworld. One bad step and I would have guys crawling all over me. That's why I've got you around. You look normal, sure, but you got balls, kid. Makes you perfect for snooping on Tsuda. Hope I ain't scaring you off with all this talk. Nicht wirklich. Oh, ich mag, nein, ich mag dieses Zeug. Wir haben einen Deal gemacht, haben wir nicht? Ja, genau. We did a deal, didn't we? Haben wir, deswegen bleibe ich dabei. Idiot. But, you know, I've got a bit of a soft spot for idiots like you. Oh, danke schön. Anyways, you get this gist of what's going on now, yeah? You will be working with that in mind. I expect a lot from you, kid. You should be grateful. Oh, and I will add a special menu to thank you for getting that info for me the other day. Yep, danke schön. Medium customization allows you to customize milk.
Upgrade Guns. Ja, das wollte ich machen. Jetzt mal schauen, ob die dann besser sind als die, die ich schon habe. Hello? What's the meaning of this? I thought I told you to stop coming around here. But... Warum bist du so gemein? Ist das eine von deinen Kunden? You keep your mouth shut. This ain't none of your business. Just go home and study. Kaoru. You've got entrance exams coming up, remember? Ist das dein Sohn? Okay. I guess I will be going then. Yeah. Ja, es ist sein Sohn. That's Kaoru, my son. He always asks me if he can help out here. Always worrying about what I'm getting up to. But I truly shouldn't be telling a kid like you about this. Das Problem ist aber, wenn er Familie hat, dann ist er immer angreifbar. Und vielleicht wird es genau darauf hinauslaufen, dass sein Konkurrent oder dieser Sworn Brother dann versucht, ihm eins dadurch entweder unter Druck zu setzen oder eins auszuwischen. Mal schauen. Well, you can head home for today. Nice work, kid. Aha. Da verbessert sich gleich mal unsere Professionalität. Das ist ganz cool. Alright. Ist immer gut, wenn solche Treffen noch so einen zusätzlichen Effekt haben. Later. See you next time. Schön. So, das war der Sonntag. Jetzt kriegen wir noch unsere Wäsche. Ufo West, Sand Gown und Akashic Shirt. Ich weiß nicht, was ein Akashic Shirt ist. Ich schaue es mir aber gleich nochmal an. Alright, see you later. Ach, danke, Kawakami. Du bist echt toll. Du machst so viel und wir können dir nichts zurückgeben. Na, mal schauen. Who could that be at this hour? Mal schauen, wer das jetzt wirklich wieder ist. I found an awesome magazine. I will bring it to the hideout. You have tomorrow off for health and sport day, right? It will definitely get you adrenaline pumping. I really wanna read it, but I will wait till tomorrow. See ya! I guess Futaba is coming here to show us a magazine tomorrow. It sounds like fun, but I'm going to bed. Ja, scheinbar ist Futaba da. Das einzige Problem, was ich habe, ist, ich weiß nicht, ob ich Emery... Hör mit da. Der 10. 10. Montag, wir haben heute frei. Heute ist ja dieser komische Sportstag, was auch immer. Hey Mugen, Futaba is down here in the shop. Sounds like Futaba is here. Come on, let's go downstairs. Ja, eins nach dem anderen. Nice. Ah, ich sehe gerade sehr gesund aus. Hier war auch nichts. Sport Days and Culture Festival were held at schools across the nation. The exhibitions reflected the students' personal desire and many memories were truly made. Okay. Sonst wann das ihr School do anything like that? Achso, wir können ja gar nichts machen. Was ich aber gucken wollte, ist Persona. Ja, wir haben Hermit da. Super, können wir benutzen. Also gehen wir erstmal runter, wahrscheinlich. Mal schauen. Oh, Kundschaft, hallo. Der Wetter got much cooler. We should go somewhere for once. Traveling is too much trouble. Isn't it good enough to just relax here? You are right. It is pretty nice here. We usually relax here for hours at a time. The weather's gotten much... Also. Ich dachte, ihr geht. Naja, scheinbar nicht. So, Futaba ist da. Nächster Tag wird's interessant. Ich höre mal was Sojiro zu. Now listen up.
Half a year ago. Just play nice. Like, half year to go. Just play nice. Like you've been so far, alright? Okay, das wissen wir ja schon. Na dann, Futaba. Let's cracken. Yo, I'm gonna chill here today. I even brought some PC mags to kill time. Oh, I have enough for you, by the way. There's some seriously ingenious stuff in these things. Yeah. For the moment, this may be a good chance to leave my bound with him. Yeah, machen wir einfach. So you wanna just relax and read if we're not meeting up with the others? Yeah, that sounds good. Machen wir mal. Alright. Okay, today's... Was? Re-editing. Ach, Readeton. Ah, ein Lesemarathon. Holy crap! This mouse is so big! A two-handed mouse? Oh, it's so ridiculous! And this keyboard is too curvy! How would the keystrokes even work? This is great! This self-built PC competition is really amazing! Have you ever built your own PC before, Morgan? Natürlich. Es ist mir nie durch den Kopf gegangen. I've been interested in it. Ja, hab ich selber auch schon mal gemacht. Zwar nicht ganz selber, aber mit Hilfe von einem Kumpel. Also zu zweit haben wir den zusammen, meinen PC zusammengebaut. Den ersten und den zweiten, deswegen. Of course. Huh? What? Really? Huh? You're more of a Czech guy than I thought. You might even be a PC master. What are the specs? What CPU did you use? And how much RAM did you put in? Oh, did you overclock it? Nein. How would you handle cooling? We should go together to Akiba sometime, Mugen. Ja, machen wir. Ich hätte gerne Knowledge eher gesteigert statt das. I feel that learning more about Intrusate PC Competence helped me to gain a bit more of proficiency. Das Zeug, was wir eigentlich am wenigsten quasi irgendwie brauchen, aber was soll's. Alright. That's. It's going pretty late. Hey. Oof. I thirst. Give me some coffee, Mugen. Should I spend some more time with Futaba? Ja, was soll's. Absolut. Really? You mean it? Hurry, I can't wait any longer. Futaba ist nun so ein bisschen, kann sie gedeutet werden wie die kleine Schwester. Yep. Ne? Klar, man kann daraus auch eine Liebesbeziehung machen, aber sie ist so ein bisschen schon die kleine Schwester. Hey Barista, the look suits you. Futabas gaze is intense. She seems to have high expectations. Put some love into it. Oh. Such skills. Why don't you level up? You tricked me. Entschuldigung. It's so strong. I'm shocked. Coffee. Not bad. This is what adults like to drink, right? So one day I will think it's delicious too. We drank coffee and enjoyed a leisurely conversation. Bye now. Wow, look at the time. See us tomorrow. Ja. Das war mein freier Tag und den habe ich ganz zu Hause verbracht. 92, das wird so dermaßen gleich wieder unten sein.